Moin Moin, jetzt geht's wieder weiter mit GTA 5. Bei der letzten Mission haben wir ein Auto abgeschleppt von unserer, kann man da schon Freundin sagen, oder ich sage mal Bekanntschaft. Und ja, wir haben auch ihre Kontaktnummer gekriegt. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir jetzt wieder nach Simon fahren in der Werkstatt und mal gucken, ob er Aufträge für uns hat. So, die Karte und da, Simon. So, zurück. Und gehen wir wieder in unser kleinen Mini Cooper. Gut. Ja, irgendwie hört es sich an wie ein kleiner Elektroauto. Ja, kein Thema, kein Stress. So, unter der Brücke und dann gleich links. Sorry. Service. Wir fahren mal vorne rein. Ich glaube, er will keine Kundschaft haben. Mentor, I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta, some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so okay. Good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Kenneth, were we at financing? Okay, jetzt müssen wir ein SUV holen. Und versuchen dann den nicht zu kaputt zu machen. Okay, das ist jetzt in meiner Fahrkunst immer sehr schwer. Weil, ja. Dann bin ich so ein guter Autofahrer. Also in GTA bin ich kein guter Autofahrer. Oi, Anruf. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You'll get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief! Okay, ich hoffe, dass ihr das jetzt gehört habt. Warte. Einstellung. Steuerung. Anzeige. Kamera. Audio. Radio aus. Spracheinstellung. Ausgang. Fernseher. Kopfhörer. Kann schon. Ah. Fernseher. Da, Kopfhörer. So, jetzt haben wir theoretisch alles über Kopfhörer, also dass ihr auch besser hört, weil eben gerade kam es dann hier raus. Aus dem Controller-Lautstärke. Wow! Ist immer sehr kontraproduktiv, weil ich selber nur Kopfhörer trage. Habe ich auch unten in der Videobeschreibung auch reingelinkt, auch verlinkt, welche ich benutze und
Es geht. Also ich bin echt damit zufrieden. Ich gehe auch mit denen zu Sport. Einfach Kabel raus, Bluetooth an und dann über mein iPhone. Und dann höre ich dann Spotify und so ein paar Internetradios. Ja, also es ging. So, Kopfhörer. Zurück. Und jetzt sind wir gleich beim Haus. Noch die Straße runterfahren. Ja, tut mir leid, tut mir leid. So, nein. Gut. So. Und hier irgendwo auf der rechten Seite. Rechte Seite. Hier müsste es sein. Ja, das ist das Haus. Dann fahren wir mal hier rum. So, geparkt. Können wir auch über die Mauer springen? Ne, können wir nicht. Also müssen wir die Feuertür einmachen. Wo ist die Feuertür? Da ist die Feuertür. Ach, Schleichmodus, okay, L3. Schalte den Gegner aus. Okay. So, ausgeschaltet. Wow! Dann schleichen wir da ein. Okay. Und hier ist die Garage. Okay, ist abgeschlossen. Dem da ist doch was Gelbes drin gewesen. Da. Gelb. Ja, ist ein SUV. Er sieht aus wie ein Hammer oder Hummer oder wie man es nennt. Glaube ich, Hammer. Nein. Okay. Wie soll man hier rein? Über das Fenster oder was? Nee. Weil hier ist abgeschlossen. Das haben wir eben gerade getestet, oder? Warte mal, Dreieck. Nee. Hier ist auch ein Weg. Okay, das ist nur so ein. Hui. Auto klettern. Viereck drücken. Okay, sonst war die Wand. Wie müssen wir übers mitten über ein Auto? Ah, vielleicht da auch. Und dann hier rein. Okay, das ist. Okay. Also wir dürfen uns nicht gesehen lassen. Ducken. Das sind welche? Scheinbar einen.
Will jetzt einfach rausfahren. Ganz langsam. Einfach runterrollen lassen. Und so wenig wie möglich. Oh, das ist ein schönes Auto. Ups. So. Ja. Yeah. Oh, oh, ich hasse es. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Don't look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Okay, that's. Behind on this fucking note. Unlike that. Considering my son just got the car, and looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. Okay, da ist immer noch drinnen. Und bedeutet mich immer noch mit der Waffe. Wir müssen aber gleich da sein. Mal hoch und dann wieder runter und dann. Halt. So. Hey man, it's Jess up here. Okay. Stop the car. Pull up. Ein bisschen noch. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Okay. I still got this gun to your head. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich machen soll. Einfahren? Oh shit! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Simeon Yaterian doesn't back down to anybody. You think you could take me for a ride? You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist! I'll tell you something. This thing's gonna need some serious body work before it's worth $5,000 a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot. But you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Don't make me have to come back here. Okay, jetzt haben wir Michael. Okay. Hey, da ist wieder ein Fragezeichen. Was? Michael's Out, Vorzeichen bei. Achso. Er will ein Auto haben.
Nein. Das. Hm. Ja, da bist du groß dafür. Aha. Es ist jetzt mit mir möglich zwischen Franklin und... Blablabla. Ah, da ist. Oh mein Gott! Oh, natürlich, Frau. So. Was? Hobbys, Zeit und die Zeitversetzung. Schrittclubs, Kino, Darts, Rummelplatz, Golf, Tennis und ein Waffenladen. So, dann fahren wir mal zum Fragezeichen. Müsste irgendwo hier oben sein. Und da kann man auch reinfahren. Also erst links, dann ui. Und dann da links. Oh, ich will hier vorbei. Okay, das ist eine Tiefgarage. Ich will nicht gleich kaputt machen. So. Nein, nein, nein. Hier drauf. Sorry. Das ist ein Fragezeichen. Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reform. No, they rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, they got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. And the fuck are you in nirvana? Yeah, here you hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean, I'm sure they're nothing serious, but I never let them get to you. Oh, the fuck! Wieder die Aliens. Okay, das ist schon krass. Ui, da oben schon lieber. Ah, fuck. Flüchten, 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 flüchten. Schießen. Ah, oh, fuck. Ja,
Ja. Okay. Das ist schon krank. Das war eigentlich nur krass. So. Ich hoffe nicht. Wir sind halb tot. Oder halb lebendig, mal so gesagt. Und nach dem, du siehst, die Liquor-Company pusht für continued Prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. What? But it's a good cause. Okay. Graswurzel Michael. Erweitern. Abschluss. Unversehrt. Also 100% oder was? Oh, scheiße. Ja, ja. Und unser Auto ist... Wo haben wir den geparkt? Wir haben doch hier geparkt. Unser Auto ist weg. Super. Okay. Ja, also müssen wir uns wieder ein neues Auto suchen. So, mal kurz auf der Karte gucken. So, Karte. Was haben wir hier? Das ist Michael. Michael ist blau. Denke ich, dass er das Haus ist. Im Grunde ist in seiner Mission. Hier ist wieder ein Fragezeichen. Im Grunde sind echt Missionen. So, ich würde euch sagen, dass wir das nächste Mal nach Franklin fahren und ja, oder ja, nein, das wollte ich jetzt nicht, Karte, so, zurück, so, und dass wir das nächste Mal nach Franklin fahren und würde jetzt sagen, dass wir jetzt für heute aufhören. Und dann übermorgen mal wieder weiter zocken. Auch mit Michael dann wieder weiter. Und ja. Also ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt zu GTA 5 Folge 4. Und ja, nicht vergessen, Däumchen hoch, wenn euch das gefällt. Und einen Kommentar runterlassen, was man verändern kann, was man verbessern kann. Und eure eigene Meinung, ob ihr das auch so wahrgenommen habt, dass mit dem Gras... dass man Alien sieht und dann Alien abschießen muss. Oder. Einfach in den Kommentaren, einfach eure Meinung dazu. Und ja, also, ich bedanke mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denne.